Etwa 5 bis 10% aller Kinder werden mit Legasthenie geboren. In der Schule tendieren sie dazu, langsam zu lesen. Es ist schwer für sie, einfache Texte zu verstehen oder es passieren ihnen viele Rechtschreibfehler beim Schreiben. Auch wenn sie genauso intelligent sind wie andere und jahrelang unterrichtet werden, bleibt die Tatsache bestehen, dass ihr Gehirn Schwierigkeiten hat, die Symbole in ihrem Kopf zu organisieren. Manche Kinder mit Legasthenie vertauschen beim Lesen Zahlen oder sie vertauschen Buchstaben, wenn sie sie sehen. Oder sie überspringen beim Schreiben Wörter. Manche sehen ihre handgeschriebenen Buchstaben verkehrt herum und andere kämpfen mit den Grammatikregeln. Richtiges Buchstabieren ist oft unmöglich. Bevor wir erfahren, was man dagegen tun kann, sehen wir uns die wahre Geschichte eines Jungen mit Legasthenie an. Er überwand seine Schwäche und nutzte sie zu seinem Vorteil. Er wurde zu einem Selfmade-Milliardär. Es war einmal ein Junge namens Ingvar. Er wuchs auf einem kleinen Bauernhof auf. Ingvars Großvater starb, nachdem er feststellte, dass er die Hypothek nicht mehr bezahlen konnte. Aber der Einsatz und die harte Arbeit der Großmutter retteten den Hof. Und der Junge lernte, dass Beharrlichkeit zu einem besseren Leben führen kann. Und ein besseres Leben wollte er. Doch als Ingvar in die Schule kam, hatte er es schwer. Und sein Vater sagte ihm irgendwann, dass er es nie zu etwas bringen würde. Was damals niemand wusste, war, dass Ingvar an Legasthenie litt, eine Veranlagung, die er von seinen Vorfahren geerbt hatte, genau wie die Farbe seiner Haare. Trotzdem ließ er sich von seinen Problemen nicht unterkriegen. Im Alter von 6 Jahren begann Ingvar, einzelne Streichhölzer an seine Nachbarn zu verkaufen. Bald darauf bat er seine Tante in Stockholm, ihm Streichhölzer vom Großmarkt zu schicken. Ingvar teilte die Schachtel dann in kleinere Pakete auf und verkaufte sie mit größerem Gewinn weiter. Mit der Unterstützung seines Vaters erreichte der junge Unternehmer bald ein ganz neues Niveau. Im Alter von 10 Jahren fuhr Ingvar mit dem Fahrrad durch die Nachbarschaft und verkaufte Fische und Bleistifte. Mit 14 Jahren verkaufte er Gürtel, Uhren und Brieftaschen, die er unter seinem Bett im Internat aufbewahrte. Im Jahr 1943, als er 17 Jahre alt war, half ihm sein Vater, sein Unternehmen anzumelden. Er benannte es nach sich selbst, Ingvar Kamprad, und den Initialien des Bauernhofs und des Dorfes, in dem er aufgewachsen war. Mit der Erweiterung seines Möbelangebots hatte Ingvar bald Schwierigkeiten, mit den Produktbezeichnungen zurechtzukommen. Um seine Schwäche zu überwinden, entwickelte er ein System, bei dem er den einzelnen Gegenständen statt Nummern Namen gab. Tische wurden nach Orten benannt, Gartenstühle nach Inseln. Jetzt konnte sich Ingvar jedes Produkt merken und visualisieren. Indem er das Einkaufen unvergesslich machte, wurde IKEA zum größten Möbelunternehmen und Ingvar Kamprad zu einem der reichsten Männer der Welt. Aber nicht alle Kinder haben so viel Glück wie unser Protagonist. Und einige brauchen unsere Unterstützung. Um Kindern mit Legasthenie zu helfen, können wir ihre Sprachwahrnehmung stärken, die Kinder im Alter von etwa 6 Monaten ausbilden. Jetzt beginnen sie, auf die Laute der gesprochenen Sprache zu achten. Dies geschieht in der Regel, wenn sie sich auf die Lippenbewegungen ihrer Eltern konzentrieren, um die visuellen mit auditiven Eindrücken zu verknüpfen. Das Lippenlesen ist wichtig, weil unser Verstand in der Regel dem, was wir sehen, Vorrang vor dem, was wir hören, einräumt. Kommen Kinder nur wenig oder gar nicht mit persönlichen Gesprächen in Berührung, können sie Probleme haben, auditive Informationen mit Lippen- und Zungenbewegungen zu verbinden. Manche merken vielleicht nicht einmal, dass es einer völlig anderen Mund-, Zungen- und Lippenbewegung bedarf, um so ähnliche Buchstaben wie B und D zu bilden. Ihnen fehlt das sogenannte phonologische Bewusstsein. Und wenn Sie dann auch noch Legastheniker sind, haben Sie es besonders schwer. Das Training der phonologischen Bewusstheit kann Kindern helfen, ihre eigenen Mundbewegungen, Laute und Wortstrukturen zu verstehen. Professionelle Therapeuten konzentrieren sich daher oft zunächst auf die Grundlagen, wie Sprechen und Hören. Erst später gehen sie zu den komplexeren Formen der Kommunikation, wie Lesen und Schreiben, über. In Finnland lernen Kinder übrigens im Alter von 6 oder 7 Jahren lesen.
und nur bei 4% wird Legasthenie diagnostiziert. Im Vereinigten Königreich werden Kinder im Alter von 4 Jahren eingeschult. Aber der Nationale Gesundheitsdienst schätzt, dass 10% von ihnen Legasthenie haben. Später stehen die finnischen Schülerinnen und Schüler an der Spitze der Weltrangliste, während die britischen im Mittelfeld rangieren. Was denkst du über Legasthenie? Hast du Erfahrungen mit Legasthenie gemacht? Haben eure Lehrer Kinder für Rechtschreibfehler bestraft? Oder haben sie versucht, euch zu helfen? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren unten mit. Um die phonologische Bewusstheit selbst zu erleben, könnt ihr das berühmte McGurk-Effekt-Experiment durchführen. Es zeigt, wie unsere visuelle Wahrnehmung unsere auditive übertrifft und verdeutlicht die Bedeutung von Gesprächen unter 4 Augen. Links findest du in den Beschreibungen. Dieses und alle anderen Sprouts-Videos stehen unter Creative Commons-Lizenz. Das bedeutet, dass Lehrerinnen und Lehrer auf der ganzen Welt sie im Unterricht, in Online-Kursen oder als Ausgangspunkt für Projekte verwenden können. Und Tausende tun dies bereits heute. Um zu erfahren, wie das funktioniert oder um das Video ohne Werbung oder Hintergrundmusik herunterzuladen, besucht unsere Website oder lest die Beschreibung unten. Wenn du unsere Mission unterstützen und helfen willst, die Bildung zu verändern, besuche unser Patreon. Das ist patreon.com/sprouts.